Die Herrengasse hat bei der ersten Besiedelung Wiens durch die Römer Limesstraße geheißen und war die Hauptverkehrsader durch das Legionslager Vindobona. Im Mittelalter hat diese Straße Hochstraße geheißen. 1513 haben die oberen Stände, die sogenannten Herrenstände, dieses Gebiet der Familie Lichtenstein abgekauft, um hier ihr Landhaus zu errichten. Nach diesen oberen Herrenständen trägt die heutige Herrengasse ihren Namen. Das Palais Niederösterreich hat ursprünglich Niederösterreichisches Landhaus geheißen und war der Sitz der oberen Stände, der sogenannten Herrenstände. Die Stände, das waren die Vorläufer der politischen Parteien. Ein Besuch des Hauses ist wie eine Reise durch Österreichs Geschichte. Kaum ein anderes Haus hat derart viel mit Österreichs Geschichte gemeinsam. Ganz viele für unser Land wichtige Entscheidungen haben hier ihren Anfang genommen. Und heute? Heute ist das Palais Niederösterreich ein ganz besonderes Veranstaltungszentrum. Es verbindet Tradition mit modernster Veranstaltungstechnik und spielt, wie man so schön sagt, alle Stückerl. Hier im Innenhof des Landhauses kann man die enorme Größe des Palais gut spüren. Der Bau des Landhauses war für die niederösterreichischen Stände eine enorme Verbesserung. Denn jetzt hatten sie eine Art Zuhause für ihre Versammlungen und mussten nicht mehr so weit reisen. Diese Versammlungen haben immer unter einem Landmarschall stattgefunden und haben Landtag geheißen. Ein Begriff, den wir in die Politik unserer Tage übernommen haben. Es ist unglaublich, dass an einem Ort so viele geschichtlich relevante Ereignisse stattgefunden haben. Im März 1848 war hier der Beginn der sogenannten Wiener Revolution. Am 21. Oktober 1918 hat hier die provisorische Nationalversammlung stattgefunden, also der Beginn der Ersten Republik. Und am 20. September 1945 hat hier die erste Länderkonferenz der provisorischen Bundesregierung stattgefunden. Das war die Geburtsstunde der Zweiten Republik. Und im Juli 1986 hat man beschlossen, dass Niederösterreichs neue Landeshauptstadt St. Pölten heißen wird. Am 13. März 1848 hat hier in diesem Hof der Beginn der Wiener Revolution stattgefunden. Die Menschen waren mit der Politik der Unterdrückung durch Metternich einfach nicht mehr zufrieden. Die Stände hatten ein Petitionsrecht. Das bedeutete, wenn sie beim Kaiser vorgesprochen haben, musste er sie anhören. Er durfte sie nicht fortschicken. Das haben die Revolutionäre gewusst und sich zunutze gemacht. Und es ist ihnen gelungen, Graf Albert Montecuccoli für ihre Belange einzusetzen. Langfristig hat das aber leider keinen Sieg gebracht. Die Revolutionäre konnten ihre Ziele nicht durchsetzen und die Verfassung hat die Stände abgeschafft. Der Innenhof des Palais Niederösterreich dient seit der Eröffnung des Hauses regelmäßig als festlicher Rahmen für Veranstaltungen. Alles ist barrierefrei zugänglich und mit modernster Veranstaltungstechnik ausgestattet. Mitten im Herzen von Wien können hier 980 Personen miteinander feiern. Und sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, dann kann man diesen Hof zur Gänze überdachen. Wir sind hier vor der Gedenktafel von Hans Kudlich. Kudlich war Bauernsohn und hat hier in Wien Recht und Philosophie studiert. Bei der Demonstration am 13. März 1848, die direkt vor dem Haus stattgefunden hat, wurde er durch einen Bajonettstich schwer verwundet. In seiner Abwesenheit hat man ihn als jüngstes Mitglied in den Wiener Reichstag gewählt. Kudlich gilt als der österreichische Bauernbefreier. Wie kein anderer hat er sich dafür eingesetzt, dass Bauern Grund und Boden erwerben durften. Er hat damit die größte Eigentumsverschiebung, die es je in Österreich gegeben hat, eingeläutet. Das Renaissanceportal, das heute den Haupteingang des Hofes schmückt, war ursprünglich an der Seitenfront des Hauses zu finden. Es ist ein ganz typisches Beispiel der Renaissance, wie man dem Gast gleich beim Eintritt Macht und Wichtigkeit vermitteln wollte. Das, was wir heute als Verzierung empfinden, war kein Schönheitselement, sondern als Nachricht gedacht. Man wollte gleich zeigen, wer man ist. Über dem Türeingang finden sich zwei Reiter. Sie symbolisieren die Familien Babenberg und Habsburg. Und ober ihnen entdecken sie das Antlitz des römischen Kaisers Augustus.
Es soll uns erzählen, dass beide Familien ganz selbstverständlich die Fortsetzung der Würde der römischen Kaiser für sich beanspruchen. Das Renaissanceportal gilt als absolutes Juwel und gehört zu dem Gesamtkunstwerk von Hans Savoy. Im 16. Jahrhundert haben die Habsburger eine ganz interessante Einführung gehabt, sogenannte Beschwerartikel. Der Inhalt dieser Beschwerden war meistens eine Ruhestörung, ein handfester Raufhandel. Wenn man bedenkt, dass die Herren damals zu ihrer ganz normalen Bekleidung einen Säbel getragen haben, kann man sich das Ausmaß dieser Streitereien noch viel besser ausmalen. Als Lösung konnte der Kaiser ein sogenanntes Freizeichen verleihen. Diese Freizeichen wurden neben den Eingängen der Häuser oder Burgen angebracht, auf jeden Fall so für alle Welt sichtbar, dass hier am Haus ein besonderes Privileg herrschte. Das erhobene Schwert zeigte, dass in unserem Fall der Landmarschall das Recht hatte, den Ruhestörer zu arretieren und seiner gerechten Bestrafung zuzuführen. Wir befinden uns hier in der gotischen Kapelle des Hauses. Dieser Raum ist wahrscheinlich einer der außergewöhnlichsten Kirchenräume Wiens, denn er war ursprünglich überhaupt keine Kapelle, sondern eine Toreinfahrt hinaus auf den Minoritenplatz. Das profane Schlingengewölbe gilt als schönstes seiner Zeit und stammt von niemand Geringerem als von Meister Anton Pilgram und seiner Werkstätte. 1845 beim Umbau des Hauses hat Alois Pichl einen Raum gesucht, der sich als Kapelle geeignet hätte. Kapellen hat es im Haus immer gegeben, schon seit dem 16. Jahrhundert. Interessanterweise sind die immer evangelisch gewesen. Pichl war also auf der Suche, hat dieses Meisterwerk entdeckt und gesagt, hier soll die Kapelle her. Da, wo früher Kutschen gefahren sind, ist heute der Kirchenraum. Er wurde geweiht und er steht im Schottenstift und wird noch immer für kleine romantische Hochzeiten verwendet. Sehr empfehlenswert übrigens, falls Sie noch einmal heiraten möchten. Auch der Altar hat ein paar Besonderheiten zu bieten. Die Altarmensa, das ist dieser Tisch, auf dem der Geistliche seine Arbeit verrichtet, und die architektonische Umrahmung des Glasgemäldes sind hierher übersiedelt worden und in den Raum angepasst. Sie stammen aus einer früheren Kapelle. Das Altarbild erzählt uns den Tempelgang Mariens. Sie wird beschützt von zwei Heiligen, und zwar vom Heiligen Severin. Das ist der Schutzheilige für den Ackerbau. Er zeigt sich da aber ganz besonders. Der Severin war aus Mautern und deshalb ist der Ackerbau hier hauptsächlich mit Weintrauben, also mit Weinbau dargestellt. Und der Heilige Rupert, er ist der Schutzheilige für den Handel. Und auch da gibt es eine Besonderheit zu sehen. Hinter dem Rupert ist Wasser zu sehen, ein großer Fluss. Das erzählt uns, dass im Mittelalter die wichtigsten Verkehrsstraßen die Wasserstraßen gewesen sind. Gemalt hat das Bild ein gewisser Ludwig Ferdinand Schnorr von Karolsfeld. Er war Kustos der Gemäldegalerie im oberen Belvedere und ein sehr berühmter Historienmaler zu seiner Zeit. Als Glas hat es umgesetzt die Familie Geiling und dieses Altarbild gilt auch als ihr Durchbruch. Sie sind danach sehr erfolgreich gewesen. So schön, wie sich dieser Kirchenraum jetzt präsentiert, ist es schwer vorstellbar, dass er mal eine andere Funktion gehabt hat. Die Nazis haben diesen Kirchenraum entweiht und ihn als Rumpelkammer verwendet. Man ist im Palais Niederösterreich berechtigt stolz darauf, dass die Besucher hier über die schönste klassizistische Stiege Wiens schreiten, um in die historischen Räumlichkeiten im ersten Stock zu gelangen. Diese würdige Treppe trägt den Namen Marschallstiege. Die Wappen sind die Städte und Märkte, die hier im Landtag vertreten gewesen sind. Und sie wurden später erweitert durch jene Städte, die eine eigene Bezirkshauptmannschaft bekommen haben. Links und rechts der Wappenwand sehen Sie das österreichische Bindenschild und das niederösterreichische Fünfadlerwappen. Das Bindenschild hat eine Besonderheit aufzuweisen. Dieser Helmzier ist ein sogenannter Pfauenstoß, eine Besonderheit, die dem Hochadel vorbehalten ist. Der Hochadel beginnt bei der Baronie. Am 21. Oktober 1918 fand hier im Haus die erste provisorische Nationalversammlung statt. Dr. Karl Renner wurde beauftragt, eine Konstitution zu errichten und eine Verfassung vorzubereiten. Und von diesem Balkon wurde der deutsch-österreichische Staat proklamiert.
Wenn man das ein bisschen kritisch betrachtet, war das eigentlich Hochverrat. Denn der Kaiser war noch bis November 1918 im Amt. Auch heute wird dieser Balkon gerne noch für Verlautbarungen verwendet. Firmen, die hier tagen oder feiern, schätzen es besonders, dass sie von diesem Balkon ihre Reden schwingen dürfen. Wir sind jetzt hier im gotischen Zimmer. Der Raum hat ursprünglich als Kanzlei gedient und geht auf die Werkstätte von Pilgram zurück. Es gibt in Österreich wenig profane Räume, wo sich ein derart schönes gotisches Gewölbe zur Gänze erhalten hat. Eine Besonderheit in diesem Raum sind die Steinmetzzeichen. Anhand dieser kleinen Zeichen kann man ganz genau nachvollziehen, von welchem Künstler das Gewölbe geschaffen worden ist. Und es ist niemand geringerer als Meister Anton Pilgram höchstpersönlich. Das prächtige Glasfenster ist neogotisch, stammt also aus dem 19. Jahrhundert, hat aber ganz den Aufbau eines gotischen Maßwerkfensters. In der Mitte sehen wir den heiligen Leopold, der ja der Landespatron Niederösterreichs ist, diesmal aber nicht als gütigen Heiligen, sondern in einer ganz seltenen Darstellung als Staatsmann mit Schild und Schwert. In den Seitenfenstern finden wir eine seltene Darstellung Wiens mit Stadtmauerbefestigung und das Wappen von Niederösterreich mit dem Erzherzogshut. Der Prälatensaal war das Sitzungszimmer der geistlichen Würdenträger. Die Prälaten waren die Abgesandten der Stifte und Propsteien. Insgesamt sind das 14 gewesen, ihre Wappen sind allesamt am Plafond erhalten. Da haben wir zum Beispiel das Schwurkreuz von Stift Heiligenkreuz oder die drei Lilien von Stift Lilienfeld, die gekreuzten Schlüssel von Stift Melk oder das Z, das nicht Zorro bedeutet, sondern Zwettl. In der Mitte des Plafonds sehen wir drei ganzfigurig herausgearbeitete Wappen. Sie bestehen zur Gänze aus Lindenholz und sind eine hochwertige Schnitzarbeit. Ganz mittig angebracht der österreichische Doppeladler, das Symbol für die Monarchie mit dem größten Orden der Habsburger, dem goldenen Vlies. Links und rechts daneben sehen wir das österreichische Bindenschild und das Fünfadlerwappen für Niederösterreich. Für die Gesamtausstattung des Raumes wurde der Architekt Leopold Ernst auserwählt. Leopold Ernst war einer jener Architekten, die sich auf Raumkonzepte spezialisiert hatten. Wir sehen sowohl an den Wänden als auch an den Türen kostbares Nussholz verarbeitet, mit einer Besonderheit, die man in Österreich selten sieht. Die aufgebrachten Verzierungen sind aus Olivenholz. Ihr Augenmerk möchte ich auch auf die außergewöhnlichen Türschnallen lenken. Hier sehen Sie ein besonders schönes Beispiel grotesker Bildsprache der Renaissance. Der Mensch, wie er sich die Natur untertan machen möchte. Am Ende muss er sich ja doch unterordnen. Die helle Damastbespannung ist eine Novität. Sie stammt von einer Renovierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Original war der ganze Raum mit einer sehr eleganten Ledertapete ausgestattet. Wir befinden uns hier im Landtagssaal. Hier haben alle großen Sitzungen des Landtages stattgefunden, aber auch wunderschöne Feste und Feierlichkeiten. Der Landtagssaal galt für viele Jahrhunderte als der schönste Saal der Monarchie. Er war aber nicht nur der schönste, er war auch der allergrößte Saal. Nicht einmal in der Hofburg gab es etwas Vergleichbares. Deshalb kam auch die kaiserliche Familie zum Feiern hierher. Das außergewöhnlichste Fest war vermutlich die Vermählung von Kaiser Joseph II. Mit Prinzessin Isabel von Bourbon-Parma. Es gab sogar einen gedeckten Übergang direkt von der Hofburg hierher, damit die kaiserliche Familie trockenen Fußes und beschützt vor den Augen der Gaffer zu den Festen gelangen konnte. Und für viele Jahre war das auch der Ballsaal von Wien. Wenn man zur feinen Gesellschaft gehören wollte, musste man unbedingt hier das Tanzbein schwingen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass dieser Konzertsaal aufgrund seiner außergewöhnlichen Akustik Wiens Konzertleben belebt und geprägt hat. Hier haben Uraufführungen stattgefunden und ganz außergewöhnliche Konzerte. Zum Beispiel die Dukatenkonzerte. Die waren weltweit eine Novität. Man konnte um nur einen Dukaten zu Mittag ein ganzes Konzert genießen. Der bereits hochbetagte Stocktaube Beethoven hat hier höchstpersönlich dirigiert
und der 11-jährige Franz Liszt hat hier vom Maestro Salieri seinen Durchbruch erlebt. Bei sämtlichen Festivitäten war der Raum festlich geschmückt. Aber es gab noch eine Besonderheit. Mit diesen Kurbeln hinter mir hatte man die Möglichkeit, die Beleuchtungskörper händisch herunterzulassen oder ganz in den Plafond hinaufzuziehen. Eine barocke Ausmalung dieser Art und Größe war damals wie ein Wunder und hat bis heute nichts von seiner Strahlkraft verloren. Jedes Deckenfresko erzählt eine Geschichte. In diesem Werk erzählt Antonio Beduzzi sogar von der Weltherrschaft, die die Habsburger in Anspruch nehmen sollten. Es war eine richtige Propaganda. Allerdings muss man auch bedenken, dass die Habsburger damals überaus siegreich gewesen sind, sehr beliebt. Ja, sie waren richtig in Mode. Im Zentrum des Deckenfreskos erkennen wir zwei Frauengestalten. Die Dame im hellblauen Kleid mit dem goldenen Mantel, das ist die gute Vorsehung, die Providentia. Die Dame im grünen Kleid mit dem roten, hermelingefütterten Mantel, das ist die Personifikation der Austria. Die Vorsehung überreicht der Austria eine riesige Fahne mit dem österreichischen Doppeladler drauf. Mit ihrem Zepter weist sie auf den Markgrafenhut, den die Austria auf einem roten Samtpolster in Händen hält. Das soll uns erzählen, dass die Vorsehung die Austria ermutigt, nach noch höherem zu streben. Die Ecken des Raumes zieren die vier damals schon bekannten Erdteile. Europa in weißem Kleid mit blauem Mantel, ihr hat man die Zeichen hoher Kultur zugedacht. Das Buch, die Malerei, die Musik. In der östlichen Ecke finden wir Amerika. Sie hält einen Bogen in der Hand. Unter ihr kauert ein krokodilartiges Unwesen. In der nördlichen Ecke des Raumes finden wir Afrika, leicht an ihrer schönen dunklen Hautfarbe zu erkennen. Zur Seite gestellt wurden ihr ein Löwe und ein schlangenartiges Ungeheuer. Asia hingegen ist grün bekleidet. Sie trägt einen Turban am Kopf. Ihre Beine sind gefesselt und sie streckt der Austria ein Kreuz entgegen, als würde sie darum flehen, endlich von den Ungläubigen befreit zu werden. Die vielen Flussgottheiten, überall im Fresko verteilt, symbolisieren allesamt jene Gebiete, auf die das Haus Habsburg Anspruch nehmen wollte. Aufmerksamen Beobachtern wird auffallen, dass die Malerei an manchen Stellen direkt über den Bildrand hinausragt. Das ist ein Trick der Theaterarchitektur, um die Malerei besonders plastisch zur Geltung zu bringen. Besonders schön kann man das sehen bei dem kleinen Fußsaal von dem Buto. Der Trick ist, es wird ein Holzbrettel dazu montiert, auf dem die Malerei dann fertiggestellt werden kann. Beauftragt wurde Antonio Beduzzi von Kaiser Joseph I. höchstpersönlich. Er hat für die Fertigstellung dieses gigantischen Freskos nur ein Jahr gebraucht und dafür die außergewöhnliche Summe von 2.400 Gulden erhalten. Ein Mitarbeiter hat einen Gulden pro Tag verdient und darum konnte man gerade ein Kilo Fleisch erwerben. Architektonisch gesehen ist dieser Raum überraschenderweise nicht barock, sondern aus der Renaissance und stammt vom berühmten Dombaumeister Hans Savoy. Der Raum hat sich zur Gänze unter der barocken Dekoration erhalten und gilt als der bedeutendste Raum der Renaissance in Wien. Im 18. Jahrhundert wurde Antonio Beduzzi beauftragt, diesen Raum zu dekorieren. Beduzzi war ein Ausnahmekünstler. Er war hoch vielseitig, er war Architekt, er war Maler, er war Dekorationskünstler und hat hier seinem vielseitigen Können Ausdruck verliehen. Im 19. Jahrhundert war das Haus in großen Bereichen schwer baufällig und wäre es nach dem Architekt Josef Kornhäusl gegangen, hätte er es sogar ganz abgerissen. Hier sind wir jetzt im Herrensaal. Das war das Versammlungszimmer der adeligen Herren, also des Hochadels. Man kann auch hier von einem Gesamtkonzept des 19. Jahrhunderts sprechen und es geht auf niemand Geringeren als auf den Architekten Leopold Ernst zurück. Die Wandvertäfelungen, die Türrahmen und die Gestaltung des Plafonds sind eine typische Ausdrucksform des 19. Jahrhunderts.
Die Dekoration des Plafonds ist zur Gänze Malerei. Nur die drei großen Wappen sind aus Lindenholz geschnitzt. In der Mitte der doppelköpfige Adler für die Monarchie, zu seinen Seiten das österreichische Bindenschild. Wir befinden uns hier in der ehemaligen Ritterstandsstube, dem heutigen Rittersaal. Das war der Versammlungssaal für den niederen Adel. Die Gesamtausstattung ist so wie in den anderen Versammlungsräumen von dem uns schon bekannten Architekten Leopold Ernst. Für die Realisierung der Türen hat Leopold Ernst wie immer keine Kosten und Mühen gescheut. Auch hier wurde Nussholz verarbeitet und es gibt ein kleines besonderes Detail zu sehen. Über dem Schlüsselloch, da liegt die Hand des Schweigens und sie sorgt dafür, dass kein Geheimnis den Raum verlässt. Vom ausführenden Künstler wissen wir leider sehr wenig. Seine Lebensdaten sind verloren gegangen. Wir wissen aber, dass er Christian Schneider geheißen hat und wir wissen, wie er ausgesehen hat. Darf ich vorstellen? Herr Christian Schneider. Der kecke Künstler hat sich hier doch glatt für die Ewigkeit festgehalten. Dieser Thron wurde 1637 hier aufgestellt. Er war ein Geschenk von Kaiser Karl VI. An seinen Günstling Graf von Harrach. Der Thron wurde vom Landmarschall verwendet, um seine Urteile zu verkünden. Der Landmarschall hatte das Recht, sowohl bei Kriminaldelikten als auch in Zivilangelegenheiten über seine adeligen Standesgenossen zu urteilen. Dieser Thron kann als Besonderheit angesehen werden, hat ihn doch niemand geringerer als Kaiser Karl VI. Höchstpersönlich auch bei seiner Erbhuldigung im Stephansdom zu Wien verwendet. In der Mitte des Throns sieht man die schöne Justitia, die trotz ihrer verbundenen Augen ein gerechtes Urteil fällt. Bekrönt wird der Thron vom Erzherzogshut, begrenzt vom Bindenschild und dem 5-Adler-Wappen. Wir befinden uns hier am Haupteingang zur Verordnetenstube. Dieses marmorne Portal stammt aus dem 16. Jahrhundert und geht auf den großartigen Dombaumeister Hans Savoy zurück. Zwischen den Doppelsäulen mit den korinthischen Kapitelen finden wir zwei Tugenden, die mütterliche Liebe und die Mäßigung. Auf diesen Tugenden fußt der Erfolg eines Staates. Das Tor ist begrenzt mit zwei Wappen. Sie werden von Löwen gehalten. Auf der einen Seite sehen wir das Wappen von Ungarn, auf der anderen Seite das Wappen von Böhmen. Diese beiden Kronländer waren die wichtigsten Kronländer der Monarchie. Der Titel König von Ungarn und König von Böhmen verlieh dem Kaiser erst seine wirkliche Macht. In dem halbkreisförmigen Bogenfeld sehen wir die personifizierte Austria. Zu ihren Füßen ruht auf der einen Seite der Flussgott Danubius. Unter ihm zu sehen, der nie versiegende Quell, das Symbol für Arbeit. In seiner Hand hält er fest das Ruder. Ihm gegenübergestellt ist ein weiblicher schlafender Genius. In seiner Hand eine Fackel, die soeben erlischt. Die beiden sind der Gegensatz für Arbeit und Ruhe, für Tag und Nacht, für Aktivität und Passivität. Denn auf diesen Dingen ruht der Erfolg des Menschen. Dieser Raum gilt als Gesamtkunstwerk aus der Hand eines einzigen Künstlers. Georg Haas zeichnet verantwortlich für die Realisierung der Wandtäfelungen, das außergewöhnliche Portal und der Plafond gehen auf seine Ideen zurück. Das Portal erzählt uns eine eigene Geschichte. Es sind hier vier Figuren zu entdecken. Ein stattlicher Herr, das ist Gott Jupiter, der Gott der Gerechtigkeit, ihm zur Seite gestellt Ceres, die Göttin der Fruchtbarkeit. Auf der anderen Seite sehen wir Herkules, den Mann der Stärke, verbunden mit Venus, der Göttin der Liebe. Alles fußt auf der Stärke zwei wirklich kräftiger Löwen. Über dem Haupteingang haben wir einen Doppeladler mit einer wunderschönen Kette. Das ist der Orden des Goldenen Vlieses, der wichtigste Orden des Hauses Habsburg. Wenn Sie genau schauen, wird Ihnen auffallen, dass das Vlies fehlt. Es ist die einzige Darstellung des Ordens ohne den berühmten Schaf. Eine Besonderheit hält die Türe für uns bereit. In diesem kleinen Feld sehen Sie einen Puto, ruhend auf einem Totenkopf mit einem Stundenglas. Ein Memento Mori. Mensch, bedenke, dass auch du eines Tages sterben wirst. Die wirkliche Besonderheit der Türe
sind aber ihre beiden Türschnallen. Über Jahrhunderte wurde gerne erzählt, dass eine Türschnalle für die Katholiken und die andere für die Protestanten war. Die Türschnallen sind tatsächlich beide angeschlagen. Die Tür lässt sich in beide Richtungen öffnen. Wahr ist aber vielmehr, dass es sich hier um eine besonders beliebte Spielerei der Renaissance handelt und Georg Haas damit zeigt, dass er ein ganz ausgezeichneter Künstler gewesen ist. Das ist das Haus, das uns heute erfreut.